sammeln. Da liegen drei aufeinander. Meine Güte. Gut, speichern. Jetzt haben wir das eigentlich alles aufgehoben. Mal kurz schauen. Wir haben hier Silberringe, die sehr viel bringen. Ein Flachmann, Krähen, Füße, Bolzen, Schützen. Die kann man natürlich nicht stacken. Eine Haarnadel. Rostige Haumesser. Da haben wir besseres. 1W plus 4. 1W plus 4. Alter Streitkolben und Streitkolben. 0 minus 1. Minus 1 minus 2. Aha. Da haben wir ja was Besseres. Was hast du noch so? Du hast ja auch noch hier Bolzenspitzen. Gib die mal dem. Flachmänner. Pfeilspitzen. Haarnadeln. Rostige Nägel. Schlingenfallen. Ein Zwerg, ein Wort. Muss alles schön gesteckt werden. Und du hast hier auch noch. Ja, Tee, Pferdocker, wir hatten das Zeug. Vorkrim. Und Tee hat uns niemand. Ja, gut, es passt. Dann brauchen wir eine kritische Wunde. Ah, jetzt hatten wir den natürlich die ganzen Verbände weggenommen. Das ist ja auch super. Na klar. Du hast auch nicht mal so wirklich viele. Alle mal hergehört. Ach, jetzt habe ich natürlich bei dir das nicht reingezogen. Du sollst den heilen, damit die kritische Wunde weggeht. Sehr schön. Dann speichern und nein, so und so. Ja, der Schäfer macht das so oder so. Bei uns Schäfern ist das so, glaube ich. Ach, egal. Das ist doch nicht wichtig. Dann mal kurz speichern. Meint ihr? Ja, meine ich. Von wo kommen wir denn? Nicht von hier, glaube ich. Amöben. Bleiben wir mal lieber auf der Ebene erstmal. Und räumen die da vorne weg. Alter, halt die Klappe. Warum höre ich dich hier überhaupt? Alter. Die ganze Zeit Autopause. Jetzt. Angriff. Nächster Angriff. Greif an! Na okay, das tun sie nicht mehr. Ah, da kommt schon die nächste. Dann, obwohl machen wir da ein Corpo Frigo Kälteschock. Ach, die ist gerade eben benommen. Die Julana. Alter, was stellt er sich direkt da rein? Idiot. Nein, du sollst sie bewegen. Ich mach das schon. Ja, angreifen. Das hast du davon, wenn du dich einfach da reinstellst, Idiot. Attacke! Amazone voraus. Geh da weg. So, jetzt hier. Corpo Frigo Kälteschock. Guck, jetzt ist sie hinter dir her. Jetzt wird's ernst. Wurde unterbrochen. Ja, weil du zu
blöd dafür bist. Meine Rache. Komm schon. Greif an. Gut. Alles looten. Was nicht nied- und nagelfest ist. Sammeln, heilen, speichern, auswählen, weiterlaufen. Ist ja auch schon fast ein Labyrinth hier. Ja, genau. Hier wäre dann schon mal eine Sackgasse mit einem Sarkophag. Oder ein Steinsarg. Der einzige, den man öffnen kann. Skelett, vergilbtes Tagebuch. Okay. Vielleicht ein Schatz. Das Tagebuch des ehemaligen Tempelvorstehers des Isinder-Tempels. Ein interessanter Eintrag am Tag, als der Tempel niederbrannte. Sie kamen, während wir uns im Abendgebet befanden. Bruder Leonard und ich konnten gerade noch die Teile der Umbrakor-Statue in die Krypta tragen, als über uns der Tempel in Flammen aufging. All das Wissen ist verloren, doch die Heiligtümer wurden gerettet. Dann folgte eine unleserliche Stelle. Sie waren seltsam tätowiert und ihre Anführerin war die grässlichste Frau, die ich in all meinen 54 Götterläufen begegnet bin. Hütet euch vor, der Rest des Textes ist vergilbt und unleserlich. Okay. Das ist ja mal ein interessantes Tagebuch. Vor der Frau will ich mich auf jeden Fall hüten, wenn sie tätowiert und hässlich ist. Natürlich nichts gegen Tattoos, aber ihr versteht schon. Alter, diese Autopausen. Für die Königin! Für Jan! Lass das mal Vorgrimm machen! Haut sie weg! Gleich weiter zaubern. Nochmal. Wie viel kostet der denn? 5 bis 19, aha. Wonach richtet sich das? Wie viel das kostet? Gibt ja keinen Modifikator oder so. Und warum ist hier denn kein Statuenteil? Hm? Komisch. Oder? Ist hier eins? Nö. Nix anwählbar. Tja. Ich versuche mein Bestes. Gute Entscheidung. Na komm. Buffen wir nochmal kurz durch. Wir sind ja hier schließlich Vampirjäger. Ein Zwerg, ein Baum. Oder Amöbenjäger in dem Fall. Komm schon. Gut, speichern. Weiter geht's. Zwerg, voraus! Oh, sind wir jetzt wieder oben. Hier waren wir doch schon mal, oder? Ah, jetzt sind wir auf der anderen Seite von dem eingestürzten Gebiet da. Das ist ja interessant. Ja, Amöben, ich weiß. Bei meiner Axt! Das kommt schon. Alter, warum fehlgeschlagen? Jetzt mach schon. Ah, der ist. Alle mal hergehört.
Für die Königin. Alles klar. Für Rondra. Ha. Nein, halt, halt, halt. Ach, die Amöbe ist schon weg. Achso, okay, gut. Kein Wunder, dass wir jetzt hier nicht mehr dingsen können. Meint ihr? Ja, ja, meine ich. Es war ein voller Ernst. Aber was ist mit der Kampfmusik? Haben wir irgendwo welche getriggert? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Für Ardo. Beeilt euch da mal, bitte. Nicht, dass die von der Seite noch kommen. Komm, die ist doch gleich weg. Gut, looten. Und, okay, die haben wir, glaube ich, gar nicht getriggert da hinten. Gar nicht gepullt. Ah, nein, das Skelett ist weg. Holen wir gleich ein neues. Das Licht. Ja, jetzt haben wir die. Gut, dann, du sollst, wo ist denn das da hinten? Amöbe? Vorkrim? Schwarzes Skelett. Halt, da war doch was. Amöbe. Jetzt ja. Wird's ernst. Ein Schwert. Ich nehm die Sache in die komm, Hand. Komm. Gut. Hier. Ach, das war's schon. Alter, ist gleich die nächste. Das bin ich. Ja, ich mach ja dann macht mal. Nochmal draufzaubern, bitte. Oder auch nicht. Da vorne ist noch eine. Zaubern. Kladdest du bitte auch. Jetzt wird's ernst. Ein Schwert, ein Wort. Alle mal hergehört. Für die Königin. Für Rondra. Ja, für Rondra. Für unseren Sieg. Alter, Junge. Oh, ist der langsam. Kommt mal alle mit. Und zwar gibt es doch sicherlich noch irgendwas auszuräumen, oder? Okay, oder auch nicht. Nö, da haben wir alles, was es zu holen gibt. Geholt. Da ist noch eine Amöbe drin. Hier ist noch Bier drin. Geld. Speichern. Ich nehme die Sache in die Hand. Ein Schwert. Und bitte. Die heilen sich auch die ganze Zeit irgendwie. Der braucht so ewig zum Zaubern manchmal. Das ist so nervig. Aber dafür steht er da hinten meistens einigermaßen sicher. Ja, nicht so unbedingt an der Front. Aufgepasst. Ja. Ich versuche mein Bestes. Nochmal kurz speichern. Wollen wir nicht langsam mal wieder irgendwie... Ja, dann geht es wahrscheinlich hoch. Also ganz hoch. Zum Ausgang. Wollen wir nicht mal langsam wieder irgendwie einen Teil von dieser Statue finden? Wird doch sicher Zeit. Da wollte ich doch gar nicht hin. Mann.
elendes, labyrinthartig aufgebautes Gebäude. Aber da haben wir noch nicht alles erkundet. Da gucken wir noch mal kurz nach. Vielleicht ist da ja noch irgendwas Interessantes. Naja. Nicht so wirklich, ne? Nee. Da waren wir auch schon. Gut, dann gehen wir jetzt halt nochmal runter. Und suchen weitere Teile von der Statue. Hier, oder? Ja. Trippel, 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 trippel. Alter, hier haben wir echt schon alles ausgeräumt. Geht's hier nicht... echt nicht weiter? Ah, doch. Alter, ist das ätzend. Alles schon. Es geht immer in Autopause. Das reicht doch einmal am Kampfbeginn und nicht immer, wenn man noch irgendwie einen halben Meter gelaufen ist. Ja, das hat sich ja gelohnt, hier reinzuschauen. Da ist noch ein Fass. Naja, halt. Ich nehme die Sache in die Hand. Und dann müssen wir gleich nochmal Gewandtheit draufzaubern. Auf unsere Truppe. Aber es geht ja auch relativ schnell. Also machen wir erst kurz vorm nächsten Kampf. Hier haben wir ja schon alles erledigt. Und da waren wir auch schon drin. Dann geht es wieder den ganzen Weg zurück. Juhu. Bis wir dann da runtergehen. Ach nee, da ist ja dieses Gewölbe da, das eingestürzte Geröll. Da müssen wir dann ja da runter. Gell? Ja, da kommen wir nicht vorbei. Genau. Gehen wir hier runter in das nächste Stockwerk. Und jetzt hier die ganze Welt. Hm? Nee, erst dahin. Ihr versteht. Hier waren wir schon. Bam, badada, bam, 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 bam. Trommeln. Oh, nicht da schon wieder. Trommeln. Trommeln aus der Tiefe. Sie kommen. Närrischer Tuck, wirf dich das nächste Mal selbst hinein. Ah! Schön. Bitte einmal. Durchzaubern. Und da ist schon das Skelett weg. Perfektes Timing. Amazone voraus. Jetzt haben wir hier den rechten Flügel der Umbrakor-Statue. Jo. Na, hat sich doch gelohnt, hier nochmal vorbeizuschauen. Ja, lauf doch dran vorbei. Geht's hier lang? Jo. Und dann gehen wir jetzt gleich eine Ebene tiefer, wo dann diese Mörder am Öben auf uns warten. Kurkum! Und da? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da habe ich ja viel Lust drauf.
Und dann immer noch so in engen Gängen, wo man nichts mehr sieht. Komm schon. Halt, Zauber schneller. Nein, halt, zwei, nicht eins. Donnerkeil. Oh, das ging ja schnell. Kann man nichts weghauen. Okay.